Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, lassen Sie mich, Herr Ministerpräsident, mit dem Konsens beginnen. Den gibt es ja zumindest in Ansätzen auch. Denn wir sind nicht erst seit den Ereignissen um Fukushima, nicht erst seit den Ereignissen des Jahres 2011 mit Ihnen der Meinung, dass es unser langfristiges gemeinsames Ziel sein muss, wegzukommen von Erdöl, Kohle und auch Uran in der Energieerzeugung. Was strittig war, war der Zeithorizont. Und wenn man sich jetzt die Entwicklung der letzten 12 bis 15 Monate anschaut, wenn man sich auch Ihre heutige Regierungserklärung anhört, Herr Ministerpräsident, dann wird auch deutlich, warum der Zeithorizont stets umstritten gewesen ist. Denn es ist ja kein Selbstzweck und es reicht nicht aus, einfach für erneuerbare Energien zu sein und einfach den Ausbau der erneuerbaren Energien zu fordern und zu fördern. Denn es gibt ja weitere Aspekte, die wir berücksichtigen müssen. Da ist zum einen der Klimaschutz, da ist zum anderen die Versorgungssicherheit und da ist zum dritten auch die Bezahlbarkeit der Energieversorgung. All das in einem Industrieland wie Baden-Württemberg von erheblicher Relevanz. Und es zeigt sich eben doch, dass die Zeitachse wichtig ist bei der Frage, wie schnell oder wie langsam oder auf welchem Weg und zu welchen Kosten kommen wir ins Zeitalter der erneuerbaren Energien. Wir haben auch Konsens, wenn es darum geht, uns darauf zu verständigen, dass Energieeinsparung und Energieeffizienz wichtig sind. Aber, Herr Ministerpräsident, bereits hier beginnt bei Ihnen das Auseinanderklaffen von Anspruch und Wirklichkeit. Einerseits erklären Sie hier im Landtag von Baden-Württemberg, wir sind für Energieeffizienz, und andererseits blockieren Sie und Ihre Regierung im Bundesrat das Gesetz zur steuerlichen Abzugsfähigkeit der energetischen Sanierung. Hier gibt es einen deutlichen Widerspruch zwischen Anspruch und Wirklichkeit. Und worum es geht, ist Ihnen ja rausgerutscht vorhin bei Ihrer Regierungserklärung, als Sie gesagt haben, wir wollen da vom Bund eine Gegenleistung. Nicht? Das ist Ihnen vorher rausgerutscht. Und deshalb, Herr Ministerpräsident, hören Sie auf, im Landtag scheinheilig das eine zu fordern und im Bundesrat das Gegenteil zu tun. Der Kollege Hausmann hat es in der vergangenen Woche Ihnen schon im Zusammenhang mit dem Filterdialog zugerufen. Man muss vorsichtig sein, dass man nicht als Häuptling gespaltene Zunge in die Landesgeschichte eingeht. Deshalb geben Sie diese Blockade im Bundesrat auf, meine Damen und Herren. Und deshalb ist es auch nicht glaubwürdig, wenn Sie stets den Bund zum Sündenbock machen. Richtig ist, dass der Bund noch nicht weit gekommen ist. Richtig ist aber auch, dass Sie mit einigen anderen zusammen ja stets zur Stelle sind, wenn es darum geht, dem Bund beim ersten Schritt in die Richtung zur Energiewende die Beine wegzuschlagen. Das Beispiel mit dem Gesetz zur steuerlichen Abzugsfähigkeit der energetischen Sanierung habe ich schon genannt. Das andere ist die vernünftige und zukunftsfähige Umgestaltung des erneuerbaren Energiengesetzes. Auch da sind Sie stets zur Stelle, wenn es darum geht, Veränderungen und Verbesserungen zu verhindern, meine Damen und Herren. Ja, denn es ist notwendig, dieses EEG so umzuwandeln, dass es nicht unmöglich wird, in Deutschland beispielsweise Gaskraftwerke zu bauen. Die brauchen wir dringend notwendig als Backup-Kapazitäten. Und da reicht es auch nicht, über Kapazitätsmärkte irgendwo pseudo-religiös zu fabulieren, sondern da brauchen wir konkrete Politik. Und die verhindern Sie, meine Damen und Herren, wenn Sie durch jegliche Blockade einer Veränderung des EEG es unwirtschaftlich machen, die Backup-Kapazitäten in Deutschland zu schaffen, meine Damen und Herren. So sieht es aus. Herr Ministerpräsident, Sie behaupten, Sie hätten Ihre Hausaufgaben gemacht und der Bund habe geschlafen. Dabei sind Sie es,
der die Energiewende auf Bundesebene blockiert. Zwei Beispiele habe ich genannt. Auch hier ist es wieder so, dass Anspruch und Wirklichkeit beim Politiker Winfried Kretschmann meilenweit auseinanderklaffen, meine Damen und Herren. Und wie so oft, Herr Ministerpräsident, bei Ihnen und in Ihrer Regierungserklärung war mehr von der Vergangenheit als von der Zukunft die Rede. Wer Ihnen zuhört, Herr Ministerpräsident, der stellt fest, dass das Land Baden-Württemberg schon seine besten Tage hinter sich hat, bei den Regierungserklärungen, die Sie hier halten. Sie haben den Leuten immer schon in der Energiepolitik Sand in die Augen gestreut. Sie haben stets den Eindruck entwickelt, diese Energiewende, die sei zum Nulltarif zu erhalten. Man müsse nur die Kernkraftwerke abschalten, dann käme die Energiewende quasi von selbst und zum Nulltarif. Genau diesen Eindruck haben Sie jahrelang entwickelt und diesen Eindruck, den verstärken Sie immer weiter durch die Allgemeinplätze, die Sie auch hier verbreiten. Ich will nur ein Zitat an dieser Stelle einfügen. Ich zitiere den Ministerpräsidenten. Die Technologie im Bereich der Umwelt und der erneuerbaren Energien ist eine Chance für unsere Wirtschaft. Zitat Ende. Da haben Sie recht. Aber nur, wenn wir in diesem Bereich von der Planwirtschaft zu einer vernünftigen Marktwirtschaft kommen, in diesem Energiebereich. Und da tun Sie nichts dafür. Sie bleiben bei Ihrer totalen Überschätzung der nicht grundlastfähigen Energiequellen Sonne und Wind. Zu Pfingsten konnten wir hören, das, was an Sonnen-, an Solarenergie produziert wird in Deutschland, ersetzt 20 Kernkraftwerke. Das mag ja durchaus sein. Aber meine Damen und Herren, Sie bringen keinerlei vernünftige Lösungen, keinerlei konkrete Vorschläge dafür, wie wir etwa in Spitzenzeiten und für jahreszeitlich bedingte Probleme Lösungen finden in unserem Land. Sie haben keinerlei Konzepte dafür, wie die Bedürfnisse der Wirtschaft in unserem Land in der Energiepolitik zu befriedigen sind. Die Wirtschaft in unserem Land braucht zuverlässige Stromversorgung, und zwar in dem Moment, in dem der Strom benötigt wird. Wir brauchen Konzepte, um Einspeisungsschwankungen zu überwinden. Die müssen ausgeglichen werden, meine Damen und Herren. Die baden-württembergische Wirtschaft braucht Versorgungssicherheit. Schon kurze Stromausfälle können in wesentlichen Teilen unserer Wirtschaft zu gigantischen Schäden führen. Und deshalb ist die Versorgungssicherheit so enorm wichtig, meine Damen und Herren. Und Sie erwarten von den Unternehmen, dass sie Milliarden in den Umbau der Energieversorgung investieren. Dazu, meine Damen und Herren, sind die baden-württembergischen Unternehmen auch bereit. Aber sie brauchen einen Weg, und zwar einen Weg, der deutlich macht, dass sie dann eine bezahlbare und sichere Energieversorgung haben. Sonst besteht nämlich die Gefahr, dass die energieintensiven Unternehmen massenhaft abwandern aus Baden-Württemberg. Und dann, meine Damen und Herren, dann haben Sie in unserem Land nur noch Dienstleistungen. Dann haben Sie die Finanzdienstleister, die Sie verteufeln. Es sollte in Ihrem eigenen Interesse sein, das produzierende Gewerbe in Baden-Württemberg genauso zu halten wie das Handwerk etwa, das, nehmen Sie das Bäckereihandwerk, bis zu 10% Energiekostenbelastung hat. Die Wirtschaft und auch die Verbraucher brauchen mit der Perspektive 2020 eine klare Perspektive für die Entwicklung. Es steht zu befürchten, dass wir mindestens 30% Stromkostensteigerung durch das EEG erhalten. Die EEG-Umlage wird, das zeichnet sich ab, deutlich, und zwar sehr deutlich, über diese 3,5 Cent steigen. Und es steht zu erwarten, dass die Kilowattstundenkostenpreise nun deutlich über die 25 in dem Bereich 35, 40 Cent pro Kilowattstunde steigen. Und, meine Damen und Herren, das ist auch eine soziale Frage für unser Land Baden-Württemberg, denn nicht jeder Verbraucher kann sich dieses leisten. Wir brauchen, und dieses Petitum kann man nicht häufig genug wiederholen, Versorgungssicherheit und Bezahlbarkeit. Herr Ministerpräsident, Sie sagen, höchste Priorität habe die Versorgungssicherheit.
Und gleichzeitig torpedieren Sie aber den Ausbau dieser Backup-Kapazitäten im Bund. Das sagt Ihnen jeder, ob das ein Stadtwerk ist oder ein Unternehmen wie die EnBW, dass es sich eben nicht lohnt, Gaskraftwerke in Baden-Württemberg zu bauen. Und auch das haben Sie ja angefügt in Ihrer Regierungserklärung, wäre dringend notwendig. Und warum all dies? Weil Sie mit einigen Verbündeten aus verschiedenen Bundesländern und verschiedenen Interessengruppen, Sie haben ja in Ihrer Regierungserklärung anderen Interessen und Lobbypolitik vorgeworfen, Sie betreiben sie selber. Sie sind die Lobbyisten der Solarwirtschaft und deshalb blockieren Sie Veränderungen, die im EEG zwingend notwendig sind. Es macht eben keinen Sinn, mehr als die Hälfte der Subventionen für eine in Deutschland sterbende Branche auszugeben, meine Damen und Herren. Das ist die Wahrheit und das sollte man auch mal in aller Deutlichkeit ansprechen. Sie verhindern dadurch flexible und grundlastfähige Alternativen. Die Solarwirtschaft in Deutschland hat einen Innovationsanteil von 2,5%. Es macht eben keinen Sinn, aus struktur- oder regionalpolitischen Gründen mit Rücksicht auf ostdeutsche Bundesländer diese Solarwirtschaft auf Teufel komm raus zu halten. Das, meine Damen und Herren, sind die Ruhrgebietshütten unserer Tage, die Sie da verteidigen. 55% der Subventionen für 3% der Stromerzeugung. Das ist weder Markt noch Wettbewerb, meine Damen und Herren. Sie machen das Gegenteil. Im Vergleich zu dieser Planwirtschaft waren die 5-Jahrespläne von Erich Honecker geradezu ordnungspolitische Quantensprünge. Und das muss ein Ende haben, meine Damen und Herren. Dezentralität ist wichtig in der Energieversorgung, aber wir brauchen auch Zentralität. Kein Mensch baut die dringend notwendigen Gaskraftwerke aufgrund dieser falschen Subventionspolitik, meine Damen und Herren. Sie haben dem Bund auf den ersten Schritten zur Energiewende die Beine weggeschlagen und beklagen jetzt, der Bund käme nicht voran. Es geht nicht ohne Industriepolitik, meine Damen und Herren. Das ist ja völlig richtig. Es geht auch nicht ohne Energiepolitik. Und es wird auch zumindest am Anfang nicht ohne Subventionen gehen. Aber es ist doch falsch, diese Subventionen nun zu mehr als die Hälfte in den Solarbereich hineinzupumpen. Wir brauchen mehr Markt und Wettbewerb in diesem Energiesektor, um die EEG-Umlage zu begrenzen und um die notwendigen konventionellen Kraftwerke ans Netz zu bekommen. Und in diesem Sinn sage ich sehr deutlich, da steht auch der Einspeisevorrang zur Diskussion. Auch darüber müssen wir diskutieren. Das darf kein Tabu sein, meine Damen und Herren. Der Investitionsstau, den Sie beispielsweise im Bereich der Stadtwerke feststellen, das jüngste Beispiel ist ja Ihr grüner Parteifreund Palmer, der sich zur Verwunderung von manchen unter Ihnen entschlossen hat, bei einem Kohlekraftwerk mitzumachen. Mittlerweile ist er am Aussteigen, viele andere auch, weil sie eben keine Planungssicherheit haben in diesem Bereich. Und leider gilt dasselbe, was für diese Kohlekraftwerke gilt, eben auch für die Gaskraftwerke in unserem Land. Und es macht schon deutlich, wie verfehlt diese Subventionspolitik ist. Und es macht deutlich, wie notwendig es ist, diese Subventionspolitik jetzt zu verändern. Denn Sie sorgen mit Ihrer Politik dafür, dass die Menschen und die Wirtschaft vor allem in Baden-Württemberg in der Zukunft entweder zu viel oder zu wenig Strom hat, aber dass niemals Bedarfsgerechtigkeit hergestellt wird. Da haben wir Antworten von Ihnen in dieser Regierungserklärung völlig vermisst, meine Damen und Herren. Wir begrüßen, Herr Minister Untersteller, dass Sie sich für das Pumpspeicherkraftwerk in Attdorf einsetzen. Aber es ist sonst recht wenig, zumindest nichts Konkretes, zum Thema Speicherung vom Ministerpräsidenten zu hören gewesen, außer Allgemeinplätzen. Ich darf Ihnen einen weiteren von diesen unkonkreten Allgemeinplätzen zitieren. Wir unterstützen daher alle sinnvollen Maßnahmen, mit denen der Netzausbau von Seiten der Bundesregierung beschleunigt werden soll. Zitat Ende. Ja, was heißt denn das, Herr Ministerpräsident? Da ändert das. Ja, die Bundesregierung soll handeln, aber Sie helfen ja nicht da, wo Sie Möglichkeiten haben. Sie haben ja auch keinen Plan für einen Netzausbau.
Es reicht doch nicht, Herr Kollege Schmiedl, es reicht doch nicht zu erklären, die Bundesregierung soll handeln, wenn Sie gleichzeitig keinen Plan haben. Und dann, wenn die Bundesregierung etwas vorlegt, dann blockieren Sie es im Bundesrat. Das ist Ihre Politik, meine Damen und Herren. Sie haben keinerlei konkrete Planung für den Netzausbau. Es fällt Ihnen auch nichts Konkretes ein zum Thema Wasserkraft. Es fällt Ihnen nichts ein zum Es fällt Ihnen nichts ein zum Thema Geothermie. Es fällt Ihnen nichts ein zum Thema Biomasse. Die Biomasse wird in Baden-Württemberg zurückgefahren. Statt Innovationen im Bereich Biomasse fällt Ihnen nur ein Grünlandumbruchverbot ein, meine Damen und Herren. Das ist Ihre Politik. Fehlanzeige melden Sie auf dem Wärmemarkt. Auch wieder Gemeinplätze, meine Damen und Herren. Keine Antwort haben Sie auf die Frage, was Sie tun für die Entwicklung der Wärmepumpen. Und gleichzeitig verabschieden Sie sich klammheimlich vom Klimaschutz. Ja, Minister Unterstelle hat in der letzten Woche beim Handwerk erklärt, naja, das mit dem CO2 ist kein großes Problem. 2020 streben wir an, 45% der Energieversorgung aus fossilen Energieträgern. Das Problem mit dem Klimawandel, das 2-Grad-Ziel, naja, das ist schon wichtig, aber das lösen wir langfristig. Also da war vor wenigen Monaten immer noch anderes zu hören. Da war immer zu hören, wie vordringlich doch dieses Problem des Klimawandels sei. Wie vordringlich es sei, den Klimawandel zu bekämpfen. Und jetzt plötzlich, wo Sie nur die Energiewende im Auge haben, möglichst rasch rauf aus der Kernkraft, erklären Sie es nicht so wichtig. Das machen wir langfristig. Bisher haben Sie erklärt, beim Klimawandel hätten Sie keine Zeit zu verlieren. Sie haben Ihre Klimaziele aufgegeben, meine Damen und Herren. Wir wollten 30% Absenkung im Vergleich zu 1990. Eine Ihrer ersten Amtshandlungen war, das auf 25% zu reduzieren. Das ist Tatsache, hat der Minister Untersteller in diesem Landtag erklärt. Wenn Sie es nicht glauben, lesen Sie es im Protokoll nach, meine Damen und Herren. Und dann sind wir bei Ihrem Top-Thema, dem Top-Thema Windenergie. Das ist ja das, was alles abdeckt. Und was Ihnen sozusagen das Alibi dafür bietet, in anderen Bereichen Fehlanzeige zu melden. Wir sind ja da mit Ihnen in der Tendenz völlig einig. Nicht? Der Windatlas wurde ja von der alten Landesregierung vorgelegt. Und auch wir haben das Landesplanungsgesetz verändert mit dem Ziel, dass in Baden-Württemberg mehr Windenergie zugelassen werden soll. Ich gebe Ihnen durchaus zu, es hätte noch mehr sein können. Ist ja völlig richtig. Aber die Frage stellt sich, ob das, was Sie machen, nun der Weisheit letzter Schluss sei. Sie haben einen Windenergieerlass gemacht, der bereits jetzt zu erbitterten Auseinandersetzungen in der Bevölkerung führt. Das ist Tatsache, in der Planungsphase. Und das wird Sie noch massiv einholen. Und das, was Sie bisher im Bereich der Windenergie vorangetrieben haben, meine Damen und Herren, ist äußerst bescheiden. Sie erklären immer, Sie wollen 1.000 Windräder in 8 Jahren. Ich habe eher den Eindruck, Sie bauen 8 Windräder in 1.000 Jahren mit der Politik, die Sie machen. Und ich sage in aller Deutlichkeit, die Ausschaltung der Regionalverbände beim Thema Windenergie ist ein schwerer Fehler. Die Ausschaltung der Regionalverbände ist der falsche Weg. Sie delegieren alles an die Kommunen und ich kann mir schon vorstellen, welchen Hintergedanken Sie dabei hegen. Das geben wir jetzt an die Kommunen weiter. Da wird sich schon die eine oder andere Kommune finden, die dann ein Windrad bauen möchte. Die baut es natürlich auf ihrer Gemarkung dort, wo es die eigenen Bürger in dieser Kommune am wenigsten stört, aber möglicherweise die Bürger auf der Gemarkung der Nachbarkommune. Und genau daraus ergeben sich die Konflikte. Und diese Konflikte werden dazu führen, dass Sie weit weniger Windräder in Baden-Württemberg bauen werden, als Sie jetzt in Ihren tollen Plänen angeben. Und das Ende vom Lied kann ich mir auch schon vorstellen. Da stellt sich dann der Ministerpräsident und der Umweltminister vor den Landtag, zeigen mit sämtlichen Fingern auf die Kommunen, sagen, die Kommunen sind schuld. Nicht? Die kriegen es nicht gebacken, dass wir in Baden-Württemberg die Energiewende im Windbereich voranbekommen. Das wird das Ergebnis sein Ihrer Energiepolitik. Und deshalb
interessiert Sie auch nicht, dass der Nachhaltigkeitsbeirat ein Moratorium fordert. Weil er sagt, zunächst mal müssen wir uns anschauen, welche Folgen das hat, wenn Rotoren mit einer Höhe von 180 Metern in Baden-Württemberg entstehen. Ich sage nicht, dass ich dieses Moratorium befürworte. Ich sage nur, Sie unterschätzen die Schwierigkeiten dieses Weges. Und deshalb ist es auch falsch, wenn Sie in Ihrer Politik sich alibimäßig auf die Windenergie in Baden-Württemberg fokussieren. Das wird scheitern. Meine Damen und Herren, Sie kennen doch sicher die Geschichte von Don Quixote, nicht? Dem Richter, dem Ritter von der traurigen Gestalt, der gemeinsam mit seinem Schildknappen Sancho Panza durch die Gegend reitet, CO2-neutral. Nicht der Ritter auf seiner Stute Rosinante und der Schildknappe auf dem Esel. Skurrilen Abenteuern entgegen. Ich glaube, meine Damen und Herren, wir haben sozusagen die Reinkarnation der beiden in Baden-Württemberg. Winfried Kretschmann und Franz Untersteller, nicht? Don Quixote und Sancho Franza. Nicht? Und wo reiten die beiden hin? Wo reiten die beiden hin? Zu den Windmühlen. Weil sie wie das literarische Vorbild Windmühlen mit großen Monstern verwechseln, die in der Lage sind, die Energieversorgung in Baden-Württemberg allein zu schultern. Und das Ergebnis wird das Gleiche sein. Verwundert wird Don Quixote an irgendeinem Rotor hängen, sich mitdrehen und dann anschließend erklären, das wundert mich aber, dass das kein Monster war, sondern nur eine harmlose Windmühle, meine Damen und Herren. Nicht besser ist das, was Sie zur EnBW abliefern. Dieses Trauerspiel EnBW, meine Damen und Herren. Der Herr Ministerpräsident hat zum Thema EnBW drei Thesen in den Raum gestellt. Erstens, ich zitiere, wir stehen zur EnBW. Zweitens, wir brauchen die EnBW für die Energiewende. Und drittens, die EnBW hat gute Perspektiven, meine Damen und Herren. In den Ohren von 20.000 Mitarbeitern der EnBW wird es wie Hohn klingen, diese Äußerung, meine Damen und Herren. Denn was haben Sie denn mit diesem wertvollen und wichtigen Instrument EnBW gemacht, das ideal ist, um die Energiewende im Lande Baden-Württemberg voranzutreiben? Sie und dieser Ministerpräsident war es doch, der den Vorstandsvorsitzenden aus dem Amt gemobbt hat. Waren doch nicht wir. Und wer äußert sich öffentlich zu der Frage, wogegen darf jetzt die EnBW klagen oder nicht? Nicht? Einerseits erklären Sie scheinheilig, das sei operatives Geschäft, das müsse der Vorstand entscheiden. Andererseits gibt einer der Eigner, nämlich der Ministerpräsident, öffentliche Ratschläge, ob man klagen darf oder nicht. Und wenn Sie ständig den Versuch unternehmen, dieses Thema EnBW-Deal aus parteitaktischen Gründen in die Öffentlichkeit zu bringen, leisten Sie auch keinen Beitrag zur Energiewende. Und dasselbe gilt, meine Damen und Herren, und dasselbe gilt für Ihre Schiedsklage, mit der Sie den Wert der EnBW versuchen, in den Keller zu reden. Es ist ja auch bemerkenswert, welche Haken Sie da schlagen. Die Haken auch des Finanzministers. Da wird zunächst mal eine Schiedsklage in Höhe von 2 Milliarden Euro eingereicht. Das macht man so, sagt der Kollege Drexler. Bitte festhalten fürs Protokoll. Gleichzeitig gibt es einen Hilfsantrag. Und dieser Hilfsantrag sagt alternativ Rückabwicklung des Geschäfts, während Sie behaupten, wir wollen die EnBW behalten. Und jetzt komme ich zu Ihnen, Herr Drexler, jetzt komme ich zu Ihnen zurück. Sie sagen, das macht man so. Ja, das haben Sie behauptet. Aus taktischen Gründen macht man so. Ja, eine möglichst hohe Summe, damit man dann anschließend ein bisschen was bekommt. Ja, dann frage ich Sie, Herr Kollege Drexler, warum ändern Sie denn plötzlich die Strategie und fordern genau 824,9 Millionen? Das passt doch nicht zusammen. Ja, also entweder agieren Sie taktisch oder Sie geben eine präzise Forderung. Nicht? Auf irgendwas müssen Sie sich verständigen, sonst sind Sie völlig unglaubwürdig. Warte mal. Nein?
Diese Schiedsklage schadet der EMBW und die Haken, die Sie schlagen, in entscheidendem Maße auch. Sie haben den Konsens mit dem Partner OEW aufgekündigt. Sie haben einen Anschlag aufs Rating, einen Anschlag auf die Investitionsfähigkeit dieses Unternehmens vorgenommen, einen Anschlag auf über 20.000 Arbeitsplätze, einen Anschlag auf die Energiewende. Das Einzige, was Sie in den letzten 15 Monaten mit diesem Unternehmen angestellt haben, ist ein Scherbenhaufen, meine Damen und Herren. Im Ergebnis, meine Damen und Herren, haben Sie zum Thema Energiewende nichts Substanzielles beizutragen, zum Thema erneuerbare Energien. Sie haben nichts Substanzielles beizutragen zum Thema Energieeffizienz. Sie haben, ich darf Sie um Ruhe bitten. Ja, Herr Präsident, getroffene Hunde bellen. Das ist durchaus angenehm, dieses hier zu erleben. Sie haben nichts beizutragen, nichts Substanzielles zum Thema Speicherung. Sie haben nichts Substanzielles beizutragen zum Thema Leitungsausbau. Und Sie haben nichts Substanzielles beizutragen zum Thema EMBW. Meine Damen und Herren, wenn Sie so weitermachen mit Ihrer Energiepolitik im Land Baden-Württemberg, dann werden Sie das erleben, was Sie und auch wir uns nicht wünschen, dass irgendwann dann mal wieder über die Laufzeitverlängerung der Kernkraftwerke diskutiert wird. Das wird das Ergebnis Ihrer Energiepolitik sein, meine Damen und Herren. Was wir uns nicht wünschen, was wir uns nicht wünschen und Sie auch nicht. Wir sehen fünf Handlungsfelder. Wir sehen fünf Handlungsfelder, auf denen wir vorankommen müssen. Das erste Handlungsfeld ist das Thema Netzausbau. Und hier brauchen wir, wie bei den Fernstraßen, eine einheitliche Planungskompetenz, wie bei den Bundesfernstraßen beim Bund. Die Frage ist, ja, sind Sie einverstanden damit, dem Bund diese Planungskompetenz, so wie bei den Bundesfernstraßen, zuzumessen? Das wäre eine Frage an Sie. Da hätte ich gerne eine Antwort. Das zweite Thema, erneuerbare Energien. Da brauchen wir Wettbewerb statt Planwirtschaft. Das heißt, wir brauchen eine vernünftige Weiterentwicklung des erneuerbaren Energiengesetzes, sodass die Backup-Kapazitäten in Deutschland auch entstehen können. Und das gilt deckungsgleich für das dritte Handlungsfeld, nämlich den Kraftwerksbau. Wir brauchen uns nicht einzubilden, allein mit Wind und Sonne unseren Strombedarf decken zu können. Schon gar nicht, wenn es um Versorgungssicherheit geht und um bezahlbare Energiequellen. Und deshalb brauchen wir diese Kraftwerke, meine Damen und Herren. Und wir brauchen das vierte Thema, Energieeffizienz. Und deshalb, meine Damen und Herren, hören Sie auf, im Bundesrat dieses Gesetz zu blockieren. Hören Sie auf, irgendwelche Kuhhandel vorzuschlagen, sondern stimmen Sie der energetischen Sanierung, in der steuerlichen Abzugsfähigkeit der energetischen Sanierung zu. Sonst kommen wir an dieser Stelle auch nicht weiter, meine Damen und Herren. Und das fünfte Feld ist die Energieforschung. Auch die wird erstickt durch diese Politik, die nur bestimmte Energieträger privilegiert, meine Damen und Herren. Das muss aufhören. Herr Ministerpräsident, zusammenfassend, wenn man sich diese Regierungserklärung angehört hat in ihrer Rückwärtsgewandtheit und in ihren Allgemeinplätzen, kann man nur sagen, dieses Parlament sollte Ihnen den Auftrag geben, in einem Jahr noch mal eine Regierungserklärung zu halten zum Thema erneuerbare Energien, zum Thema Energiewende. Und dann stellen Sie uns vor, was bis dahin erreicht worden ist. Bisher wurde nämlich nichts erreicht. Eine neue Regierungserklärung in einem Jahr wäre mit Sicherheit besser als die heutige, denn es kann in Baden-Württemberg nur besser werden als unter Ihrer Regierung.